Hallo, es ist Ostern, draußen wird es langsam Frühling und das ist, finde ich zumindest, eine ganz gute Zeit, sich mal zu überlegen, was glaube ich eigentlich? So als kleiner Rückblick. Bei mir hat Palamas vor ein paar Jahren die ganze Theologie in eine Naturwissenschaft umgewandelt, weil er den Heiligen Geist zur Energie erklärt hat. Seitdem kann ich Theologie nicht mehr auf der Uni studieren, seitdem habe ich einen Kanal hier und studiere jetzt im Internet, weil Theologie als Naturwissenschaft, dazu muss man sich ganz spezielle Leute suchen, die es auf der Uni eigentlich gar nicht gibt. Tja, das war das Erste. Heilige Geistesenergie. Dann habe ich die Aliens entdeckt, die es auch nicht gibt. Die aber seit eh und je die Heiligen Schriften beeinflussen, weil sie so erscheinen und so Botschaften liefern. Detail am Rande: Die Grays, die meisten für Aliens halten, sind gar keine Aliens. Das sind Menschen aus der Zukunft, die genetische Probleme haben und deswegen andere Menschen entführen. Die wirklichen Aliens schauen aus wie wir und leben auf anderen Planeten. Da gibt es Kontaktees, die mit denen in Verbindung stehen. Die theologische Vorbilder sind für uns, würde ich sagen, also die Andromedarianer und so. Und manche von diesen Kontaktees stehen in Kontakt mit diesen Wächtern. Das war dann auch wieder theologisch interessant, weil die Wächter sind Wesen auf der 15. Ebene. Die sind jetzt gar keine Aliens, sondern Ebenen, das sind wieder was anderes. Das ist dimensionenmäßig, aber auch nicht so ganz. Denn Dimensionen sind. Also ich habe diese Struktur des Kosmos entdeckt. Die Theologie hat auch sehr viel zu tun mit der Struktur des Kosmos, mit Dimensionen, die in der gleichen Zeit sind. Mit Seinsebenen, von denen es scheinbar 15 gibt. Mit den Wesen, die auf den jeweiligen Seinsebenen leben. Da ist der Himmel nur eine davon, ne? Die Wächter schicken Boten aus, die würden wir Engel nennen. Aber die Wächter sind nicht Gott. Die sind nur ziemlich weit oben. Ja, lauter so Zeugs. Und dann überlegt man sich ja schon einmal, ja, was glaube ich jetzt eigentlich? Also katholisch ist es nicht mehr. Darum habe ich mich jetzt einmal hingesetzt und der Credo geschrieben. Ich glaube, ich werde das sowieso, ich mache das sowieso hier immer, ich erkläre hier immer ein bisschen den Leuten, die es hören wollen, was man so glauben kann, wenn man im Internet studiert und nicht mehr auf der Uni. Das ist einmal ein Status quo. Es ist eine gute alte Tradition, den Glauben in ein Glaubensbekenntnis zu fassen. Ich habe mich, trotz der Schwierigkeiten, die die Trinität in der Physik so mit sich bringt, immer noch fürs Klassische entschieden, Vater, Sohn, Heiliger Geist, System. Ich lese das einfach mal vor, weil das ist besser formuliert als die Ausführungen sonst. Credo. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Unser Himmel und unsere Erde gehören zu einem Kosmos, von denen der Vater viele erschaffen hat. Ich glaube daran, dass jeder Kosmos 12 Dimensionen hat und dass unser sichtbares Universum in jeder dieser 12 Dimensionen existiert. Und dann seine Kinder, die Wächter, die seine Schöpfung bewahren und erhalten. Sie waren einst Menschen wie wir und sind jetzt auf einer höheren Seinsebene. Von diesen Seinsebenen gibt es 15. Wir werden auf jeder dieser Seinsebenen innerhalb der 12 Dimensionen leben. Ja, es ist gut möglich, dass Jesus einer dieser Wächter war. Jesus schreiben sich sowieso immer die Geister. Also bis dahin ist einmal alles sicher. Und jetzt wird es ein bisschen unsicher vielleicht. Aber eins ist klar. Alle heiligen Schriften haben so ihre Probleme, weil sie alle mit Aliens Botschaften vermischt sind. Das heißt, die heilige Schrift gibt es nicht. Das sind alles Boten. Das ist jetzt die Grundlage fürs Nächste. Da könnten wir also sagen, Jesus war vielleicht einer dieser Wächter. Mohammed ein anderer, ebenso Moses, Buddha, Konfuzius, Lao Tse. Wir haben von Jesus die Gottes Selbst- und Nächstenliebe, von Mohammed den einen Gott, von Moses die 10 Gebote, wobei ja, wer da wirklich erschienen ist. Da, wo keine Erscheinungen sind, ist es leichter von Gott zu sprechen, als da, wo es Erscheinungen gibt. Da könnte es auch Gott weiß, wer gewesen sein. Also, das sind Aliens gut möglich. So, Faustregel. Wo Erscheinung ist, ist vermutlich ein Alien im Spiel. Wo nur irgendwer spricht,
Könnte eher schon Gott sein, ne? Buddha die Meditation, Konfuzius die Familienlehre und Lao Tzu das I Ching, ne? Ja, das ist noch älter. Lao Tzu das Tao, Yin Yang. Ja, Yin Yang. Aber wobei das auch, all diese Symbolik können auch ein bisschen verändert. Aber das führt schon wieder zu weit. Das ist jedenfalls der Grund, wofür, das ist der Grund für die Auswahl, ne? Jede dieser Lehren hat eben Teile der Wahrheit und Teile von kulturellen Traditionen. Kulturellen Traditionen stammen meistens aus dem All. Okay, ich glaube an den Heiligen Geist, das sind die göttlichen Energien, an die Kraft, die Sünden zu vergeben, also, aber jeder kann das und da braucht es kein Priester dafür. Eben, dass es Leben auf vielen verschiedenen Planeten, in verschiedenen Kosmen gibt, die auch unsere Entwicklung, je nach Kultur, mehr oder weniger beeinflusst haben. Daran, dass der Tod nur ein Übergang ist, von einer Lebensweise in eine andere. Daran, dass wir wiedergeboren werden können, um unseren Weg durch die 15 Ebenen fortzusetzen, um ein ewiges Individuum zu werden und in Gemeinschaft mit den anderen ein ewiges Leben zu führen. Amen. Ja. Das ist soweit gegenwärtig mein Glaubensbekenntnis. Die Teile der Wahrheit aus der Religion und die Teile der Kultur, ob man das überhaupt hier auseinanderkriegt. Aber man könnte inzwischen sehr, sehr, sehr stark von einer spirituellen Physik sprechen. Wenn bei Moses Gott sagt, er kann ihm nicht erscheinen, weil er würde sterben, das leuchtet mir inzwischen am meisten ein, weil die Frequenz ist so hoch, das wird unseren Körper zerreißen. Ja? Auf den höheren Ebenen werden auch die Frequenzen höher und ihr müsst nur mal überlegen, was euch passiert, wenn ihr einen hohen Ton hört. Das tut in den Ohren weh. Ja. Wir haben es hier mit massiver Physik zu tun. Glaubensbekenntnisse gibt es sehr viele auf der Welt, das ist nur so ein Zwischenbericht, aber zur schönen Zusammenfassung. Also, und auch zum Festhalten für die, die jetzt irgendwie glauben, ich glaube jetzt gar nichts mehr, weil das ist mir auf der Uni auch schon passiert, dass jetzt viele sagen, ja, was machen wir, wenn das stimmt mit den Aliens? Da habt ihr jetzt einmal was. Ich hänge den Text vielleicht drunter, zum Runterladen. So kann man sich das dann vorstellen. Mit Aliens, mit spiritueller Physik, es kommt immer noch ein Glaubensbekenntnis raus, man hat immer noch was zum Festhalten. Der Glaube geht nicht verloren. Das ist ein bisschen so die Botschaft heute, weil manche, mit denen ich inzwischen drüber rede, Christen sind irgendwie sehr ängstliche Leute. Ja. Der Glaube geht flöten. Nein, er geht nicht flöten. Es verändert sich nur einiges. Verändert sich da. Ja, frohe Ostern allerseits. Sind ja schon wieder bald um. Aber ja. Gottes Segen, macht es gut.